auch mal helfen schnell. Oh ja. Ah ja, der Vergleich Braveheart Feuerfeger, ne? Mhm. Wird alles dieses Jahr kommen, Freunde. So, und jetzt haben wir noch einen kleinen Vergleich. Und zwar die Leuchtartikel, also nicht die Röhlis und auch nicht die Knallartikel, sondern nur die Leuchtartikel aus dem Aldi Braveheart Sortiment und dem Lidl Feuerfeger Sortiment. Die sind baugleich, nur anders gelabelt, quasi genau das gleiche. Und jetzt checken wir mal aus, ob da irgendeins von besser ist, ob die anders sind, keine Ahnung. Also wir haben die ganzen Fontänen miteinander verleitet und zieht es euch rein, oder? Ja, machen wir mal so. So, warte mal, das war länger. Ja, ich war gespannt. Geht einfach mal durch. Gucken wir mal. Ist jetzt das Gleiche, ne? Ja, ich würde auch sagen, also. Chubo vom Feuerwerk, aber eindeutig viel, viel besser wie die vom Braveheart. Ja, die hat so einen richtigen, so ein richtig krasses Crackling gehabt. Die hat auch gepfiffen, die andere hat nicht mal gepfiffen. Ja, also irgendwie. Was ist mit dem eigentlich? Hör mal, das britzelt da immer noch durch die Gegend. Was ist mit dem los? Ja, der hat eine sehr lange Brenndauer gehabt. Oh, guck mal, so muss ein Vulkan aussehen. Das sieht original wie ein Vulkanausbruch aus. Ja? Guck mal. Ja. Vorzüglich. Ja, die war schön die Nase übers Feuerwerk halt. Ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, doch sehr ähnlich, bis auf dass die Chico Chico vom Feuerfeger echt ein Tacken besser war als die Helios Fontäne mit Premium-Effekt. Ja, war doch nicht so Premium. Ja. Ja, prima. Kann man aber beides kaufen, würde ich mal sagen. Die Böller testen wir jetzt nicht. Ist eh Ranzware. Ja. Schön, dass ihr zugeguckt habt, Pyro-Freunde. Vielen Dank und ja, haut rein, ne? Peace und Metal. Freaky sagt es. Also irgendwie, was ist mit dem eigentlich? Hör mal, das britzelt da immer noch durch die Gegend. Was ist mit dem? Ja, der hat eine sehr lange Brenndauer gehabt. Boah, guck mal, da muss ein Vulkan aussehen. Ja. Das ist ein Vulkanausbruch aus. Ja.